Hallöchen, meine lieben Freunde. Willkommen zu einer neuen Folge vom Notruf 112 Simulator 2, der zweite Teil. Ja, dann gerade reingegangen ins Spiel. Wir sind da, wo wir aufgehört haben. Nicht viel weiter. Ja, mal schauen, was denn heute so alles passiert im Einsatz. Ja, weiß ich. 4 zu 1 so bis. Ja, schon. So, das sind wir. Bei unserer schönen Wache. Mal schauen, ich hoffe, heute kommt mal ein spannender Einsatz. Also mal was Neues, ich habe keine Lust mehr auf Wohnungsbrand oder so. Oder Containerbrand wieder. Nee, danke. Das haben wir jetzt schon so oft. Deswegen, da verzichte ich gerne drauf, wenn ich ehrlich sein soll. Ja, mal schauen. Mal schauen. So, Dankeschön. Danke, danke. Zu sein bei jedem Zeitvertrag. Mal gucken, was für ein Einsatz dann kommt. Wenn überhaupt einer kommt. Ich glaube nicht dran, aber. Oh, Einsatz. Container, bitte. Achtung, Hilfeleistung, Pumpeneinsatz. Einsatz für KEF 1. Dornenkamp. Pumpeinsatz. Gefühlt habe ich nur das gleiche immer. Also, gefühlt. Frauen am Steuer, Ungeheuer. Nein, Spaß. Natürlich nicht, mein Lieben. Ja, irgendwie schon. Mal schauen. Frage nach weiteren Informationen zum Einsatz. So, anscheinend haben wir die Überflutung. Irgendwo. Wieso ist sie dort unterwegs? Mal schauen. So, meine Freunde, wir sitzen aus Regierung. Natürlich nicht so fahren. Nein. Punkt sonst. Ja, erstmal muss ich irgendwas machen. So, jetzt erstmal verlassen. Beleuchtung ist erstmal an, was sehr wichtig ist. Leistung
So angestöpselt ist. Jetzt einfach nur am Strom anschließen und das war's, oder? Und warten mal wieder. Nö, das kann andere machen. Ich guck lieber erstmal. So, einmal da hinten hin. So, Verbindung zwischen C-Schlauch und Abfluss hergestellt. Jetzt wird gepumpt. Okay. So Leute, jetzt warten wir kurz. Und mal schauen, was der Einsatz noch so bringt. Ich glaube, du bringst einen. Ich kann auch keine Ahnung. Geht nicht. Ich kann nur wenn Polizei holen, das macht gar keinen Sinn. Weißt du, was ich meine? Es wäre das Sinnloseste von Sinnlos. Von daher. Guck mal, wie es aussieht. Okay, geht doch klar. Mal schauen. Auf jeden Fall, wie gesagt, morgen bin ich arbeiten am Mittwoch von 6 bis 14 Uhr. Deswegen. Am Mittwoch glaube ich keine Folgen kommen, da bin ich mir nicht sicher. Aber also zu den Folgen kommen, die werde ich hochladen. Aber jetzt nicht mehr so extrem viele kommen erst, wenn ich Wochenende habe lang ist oder wenn ich frei habe wie nächste Woche Montag aufräumen lassen die mal kurz. Ich habe nächste Woche Montag ist ja Deutsche Einheit, Tag der Deutschen oder wie der Tag heißt, so Feiertag auf jeden Fall. Für alle. Deswegen kann ich nicht arbeiten. Also wenn ja Sonntag, Samstag noch Videos kommen, also jetzt werden die ganze Woche Videos auftauchen, aber ich meine so viel produzieren auf einmal. Am selben Tag hochladen wird erstmal schwierig. Deswegen muss ich am Wochenende vorproduzieren und das dann das wisst ihr. Reserven ausnutzen. So gesehen, Reserven. Ja, Reserven sind das ja nicht, aber. Egal, was labern die da und wir rücken mal ab, meine lieben Freunde. So, das Aufräumen lasse ich den automatisch mal, weil das dauert bei mir viel zu lange. Da sitzen wir noch in 10.000 Minuten. Auf jeden Fall, wir rücken wieder ein. Das war ein sehr entspannter Einsatz, würde ich mal behaupten. Also, Leitstelle für den 1-1-Kollegen. Sehr entspannt. Abschlussmeldung, was muss abgefüllt und wieder einkommen? Oh, Leute, wir sind noch gleich, hoffe ich mal, in der Wache.
Kann ein bisschen dauern, aber naja. Das braucht seine Zeit. Es sieht gut nach Wache aus, Leute. Freue ich so ruhig, aber ich bin die ganze Zeit am Handy so und bin entfernt und beschäftige mich, wie ich am besten noch Videos mache, was dann besser ist, wie ich es besser machen kann und so ein bisschen. Oh, da ist schon das Krankenhaus, meine lieben Freunde. Also müsst ihr gleich die Wache kommen, hoffe ich. Wir sind an der Wache angekommen, Leute. Ich danke fürs Zugucken. Wir steigen hier kurz mal aus, ziehen unsere Sachen aus und dann let's fetz. So, war ein entspannter Einsatz, ein ruhiger Einsatz, muss ich sagen. Auch mal schön. Ich danke euch fürs Zugucken und euch noch einen schönen Tag. Lasst gerne ein Abo, Like, damit ihr noch nichts da gelassen habt. Und ciao.